So, du mit. Uns wird gleich dunkel und wir sind ganz schön weit weg. Oh, was haben wir da? Ein Grass-Suit. Und ganz viele Stöcker und ein Skelett. Da hat wohl jemand versucht, mit Stöckern eine Palisade zu bauen. Was nicht ganz aufgegangen ist. So, alle verziehen sich. Sollten wir eigentlich auch machen. Und ich höre Wölfe. Aber ich denke, wir kommen nicht schnell genug dahin zurück. Zumal hier auch nirgends eine Verbindung ist. Also laufen wir einfach am Wasser lang. Und sobald es richtig dunkel wird, machen wir ein Lagerfeuer. Also ein kleines vermutlich. Und bis dahin sammeln wir alles an Essen ein, was wir können. Um unseren Magen heute und auch morgen noch füllen zu können. Und das Schnauben von den Wölfen ist wieder weg. Hatte ich in den letzten Leben aber auch gehabt, dass die scheinbar verbuggt sind. Also man hört sie ganz kurz, teilweise echt nur für eine Bruchteil einer Sekunde. Und dann sind sie weg. Und dann kommen sie auch gar nicht. Könnte sein, dass jedes Mal zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach ein Würfel gewürfelt wird. Und dann kommen sie oder kommen sie nicht. Aber das Geräusch kommt trotzdem. Das klingt komisch. Also ja, es klingt nach Bienen, aber es klingt anders als sonst. Das schnarchende Bienen? Ha, okay. Ignorieren wir sie einfach mal. Komische Nachtgeräusche. Aber soweit alles in Ordnung. Warum speicherst du? Das ist kein bisschen irritierend, wenn du plötzlich anfängst zu speichern. Wir sollten schon ein bisschen die Wildnis schlagen, sonst sehen wir nichts Neues. Oh, sehr schön. Hier könnten Yaks sein. Und ich höre Spinnen. Das ist nicht so toll. Komm schon, gib mir Yaks. Die wären auch super gegen die Wölfe dann. Aber es sieht nicht so groß aus. Außerdem habe ich ja hier auch eine Theorie. Von den ganz vielen Theorien, die ich im Spiel habe. Weil ich das Wiki halt nicht lese, dass die Yaks in diesem Savannah-Gebiet einfach mit der Zeit irgendwann spawnen. Also manchmal hat man Glück und sie sind von vornherein da, aber wenn man lang genug wartet in so einem Gebiet, tauchen die auch von alleine auf. So, und gleich ist Nacht, also machen wir Lagerfeuer. Lagerfeuer. Da verbrennen wir ein paar davon. Und dann ist gut. Wir hätten gerne einmal dich gegessen. Ganz viel verkocht. Zing, zing. Dann hätten wir gerne auch noch Planken. Wir hätten gerne... Steine haben wir keine dabei, ne? Nö. Oh. Oh ja, wir können ein paar Planken herstellen, die wir dann später mitnehmen in unsere Zwischenbasis, wo die andere Forschungsmaschine ist. Um dann da die bessere Forschungsmaschine zu bauen. So, so. Das sind ganz schön viele Möhrchen. Gucken, wie viele übrig bleiben, bis wir satt sind. Oh, 7 Stück. Kann man nicht meckern. Was machst du? Es scheint irgendeine Art religiöses Artefakt zu sein. Nein. Es ist ein Gartenzwerg. 1, 2, 3. Oh, oh, oh. Das war die Nacht? Was zur Hölle? Das ging ganz schön schnell. Wir haben noch eigentlich nur ein paar Möhrchen gekostet, Beeren und dann war es das schon. Aber hey, will nicht meckern. Wir haben diesmal ja auch bis zur letzten Sekunde gewartet mit dem Lagerfeuer. Letztes Mal davor habe ich ja schon bei hier angefangen, Feuer aufzuschmeißen. So Holz. Ich glaube, ich gucke mich mal hier ganz kurz um. Nicht, dass wir nachher ein Goldstück zu wenig haben. Können wir nicht zulassen. So. Und wir hätten jetzt schon hier ein Steingebiet und da ein Steingebiet und da ein Steingebiet. Also falls wir irgendwo eine schöne Location sehen für eine permanente Basis, hätten wir hier genug Stein, um eine Steinmauer zu bauen für die permanente Basis. Oh, Yaks, 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 Yaks.
Ne, Spinnen. Oder Spinneneier zumindest. Ne, wieder keine Yaks. Komisch. Und ich laufe jetzt einfach so lange, bis ich irgendwo wieder ein Wurmloch sehe. Dann springe ich rein und hoffe, dass ich irgendwo in der Nähe von zu Hause rauskomme. Das finde ich interessanter, als wenn wir jetzt auf dem geraden Weg zurücklaufen würden. Und wir haben definitiv genug Gras erstmal. Obwohl der Stack geht bis 40. Gucken wir mal. Jo. Oh, Samen nicht vergessen. Und hier ist eine richtig schön große Savanne. Kein einziges Yak. Die haben jetzt Yaks nicht rausgepatcht, oder? Das wäre übel. Die einzige Möglichkeit, in Dunkel zu kommen, wäre die Schweinchen zu füttern. Wobei die Schweinchen jetzt alle ganz schön aggressiv geworden sind. Yeah. Das wäre echt gemein. Oh. Aber nee. Riesengroßes Ding. Keine einzige Moku. Sehr skurril. Aber gut, wir haben Steingebiete, wir haben Grasgebiete, wir haben quasi überall Holzgebiete. Wir haben Grüngebiete für Nahrungsbeschaffung. Wir haben Honig. Ja, das Einzige, was echt fehlt, sind die Yaks. Damit wir einen regelmäßigen Zugang zu Dünger haben für die Farmen. Weil die Farmen konnte man auch gebrauchen, um so eine Art Vorrat für den Winter zu haben. Das heißt, man lässt die Farm einfach bis zum Ende durchwachsen, bis das Essen fertig ist quasi, baut aber nicht ab. Und dann, wenn der Winter kommt und das Essen knapp wird, dann holt man das halt rein. Da sind wir die Killerfrösche. Dann bleibt mal schön da. Oh. Oh, warte mal, die Pferde kenne ich. Oh, die mich auch noch. Was zur Hölle bist du? Und du? Wow, 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 au! Nein, 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 so nicht. So nicht. Ach, dieses Rhinoceros-Ding ist neu. Die Pferde sind auch noch relativ neu für uns jedenfalls. Die hatten wir einmal bisher gesehen in diesem besonderen Spielmodi. Und da müssten wir die Crank-Teile hinpacken. Also Wooden Crank und Boxingy. Oder wie auch immer die hießen. Das heißt, ganz so einfach mit alles zusammenbasteln ist das dann wohl doch nicht mehr. Okay. Bisschen was essen. So. Und oben rechts ist ein Wurmloch von hier aus. Springen wir da mal rein, hoffen irgendwo in der Nähe von zu Hause rauszukommen. So. Und das nächste ungefähre Ziel wäre dann, Schweine zu töten. Also nicht die direkt bei unserer Haustür. Das sind zu viele. Aber das einzelne Schwein vielleicht. Denn wir brauchen unbedingt einen Footballhelm. Ohne Footballhelm können wir das knicken, irgendwas Schwieriges anzugehen. Oh, Killerfrösche. Na, ist was anderes, aber... ist schon mal ein guter Anfang. Wenn wir jetzt nach Nordwest... Oh. Okay, noch ein von Glück da. Wilson-Vorgänger. Was haben wir hier? Schwarzpulver. Okay. Wollte eine Steinwand bauen, hat sie danach erschossen. Oh, und was Neues. Ein Ringding. Ha. Ha. Ja, nee, es wird zu spät. Mein Gedanke gerade war... dass wir einfach zurückgehen zu diesem Rhinoceros-Ding, versuchen das abzulenken und dann ganz kurz das Ring-Ding und das Box-Ding schon mal anschließen. Damit wir das nicht im Inventar rumschleppen müssen. Da müssen wir reinspringen, ne? Um nach Hause zu kommen? Ich glaube schon. Ja. Ein paar Blüten aufsammeln wegen der Gesundheit der Geistigen. Die sieht nicht mehr ganz so toll aus und wird jetzt noch schlechter aussehen. Jo. Warte mal, davon haben wir recht viele.
So, davon haben wir auch wieder. Essen. Einmal ist okay. So, da ist das Crank-Ding. Hier ist das Box-Ding. Hier ist das okkulte religiöse Objekt. Da ist das Ring-Ding. So, Gold hätte ich gerne. Und Planken hätte ich gerne. Und was noch? 4 Steine. Und noch eine Planke. Was? Achso. Und dahin, okay. So, gib mir neue Waffen. Speer kennen wir. Hambat. Das scheint wohl besser zu sein. Aber 2 Fleischkeulen kriegen wir nur von Schwein und von Yaks. Yaks haben wir nicht gesehen und Schweine ist ein Problem. Zumal die Pigskin auch ein Problem ist, weil die nicht so häufig droppen und wir sie schon für den Helm brauchen. Und noch irgendwas? Locksuit, Marble Suit, kommen wir auch nicht ran. Football Helm, Sleep Dart, Fire Dart. Bumerang. Eine Planke, eine Spinnenseide und ein Kohle. Das kriegen wir hin. Mit einer gezielten Verbrennung von irgendeinem Waldgebiet. Die mein Tooth Trap. Nö. Oh, wir sollten noch 1, 2. So. Euch stapeln. Essen. Essen. Also ja, Schwein töten ist echt der nächste Punkt. Das heißt, wir lassen das ganze unnötige Zeug jetzt erstmal hier. Die können wir noch kurz verkochen. Die Blütenblätter lassen wir auch hier. Vielleicht können wir später eine Girlande draus machen. Gunpowder bleibt hier. Gras kommt mit. Rocks bleibt hier. Das ist okay. Also wir laufen jetzt gleich zum Schwein. Zu dem da. Und bringen das um. Das ist der grandiose Plan. Zing. Lebenspunkte sehen okay aus. Oh, neue Beeren. Oh ja, ich hoffe mal, dass uns der jetzt nicht tothaut. Das wäre echt übel. Hallo Schwein. Na, zu nah, sagt er. Na gut, Bären. Ja. Aha, ein Miet. Super. Es. Und Spiky Tree. Machst du irgendwas Neues? Oh, ich sehe komisches Flackern. Das ist nicht so toll. 140. Ja, das sind böse Blumen, die bringen weniger geistige Gesundheit. Butterfly Wings. Die haben uns geheilt, richtig? Ja. Wir bräuchten jetzt aber stinknormale Blumen, unsere geistige Gesundheit hochzupushen. Und das mit dem Schweinchen machen wir jetzt alle paar Tage wieder. Also das Ding umhauen. Es ging einfacher als gedacht. Und die kann man nicht mit Leertaste anwählen. Das ist ein wenig ärgerlich. So, komm, beruhig dich irgendwo. Nee. Komm, wir werden jetzt nicht den Tag damit verbringen, Schmetterlinge zu jagen. Noch sehen die Lebenspunkte ja okay aus. Ich brauche Blümchen. Ich brauche viele, viele Blümchen. Das ist kein einziges hier. Ich will nicht verrückt werden. Ich höre schon Spinnengeräusche im Hintergrund und da sind nirgendwo Spinnen. Aber ich glaube, wir können im Notfall einfach irgendwas erforschen. Das bringt auch geistige Gesundheit. Das sieht komisch aus. Guano? Fledermaus? Zeug? Also scheiße? Komisch. Sehr komisch.
Ach so, von den Viechern da unten. Ah, okay. Die sind ja geflohen. Also, wir haben sie mit nach oben genommen. Das heißt, die werden hier irgendwo noch rumlungern. Nicht gut. Und immer noch keine Blümchen. Ich will nicht in den Baum hauen, ich wollte nach da laufen.